Wir von Horizon Hobby wünschen Ihnen viel Spaß auf der Spielwarenmesse 2015 in Nürnberg. Also vielen Dank für die Gelegenheit des Interviews. Wir sind hier bei Horizon Hobby und starten auch direkt mit unseren ferngesteuerten RC-Fragen. Zu Beginn, wie war es für Sie? Was war das Beeindruckendste bisher auf der Messe? Ja, für uns war es ganz klar das Highlight gestern Abend, Eröffnungsveranstaltung. Wir waren nominiert für den Toy Award in der Klasse Teenager and Family und haben den auch noch gewonnen. Das ist schon ziemlich cool. Das erste Mal, dass eine RC-Modellbaufirma ein Toy Award abräumen konnte, das war noch nie da. Und ja, damit ist eigentlich die Messe schon mal absolut positiv gelaufen, egal wie das Ende aussieht. Perfekt, das ist ja der Oscar von den RC-Toys, so wenn ich das ja, von den, der Spielwarenbranche. Der kompletten Spielwarenbranche ist das der Oscar. Über 600 Einsendungen in 4 Kategorien und davon einen Preis abzuräumen, das ist schon ziemlich eine tolle Geschichte. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Hoffentlich sehen wir das Produkt dann auch noch oft in der Luft. Ja, das ist bereits lieferfähig. Also man kann die Hobbyzone Supercups sofort kaufen und loslegen. Und das ist schon ziemlich cool mit Save-Funktionen und Rettungsbatonen. Und das ist schon ziemlich fett. Perfekt. Und jetzt sagen Sie mal, wie ist das letzte Jahr für Sie gelaufen, für Horizon Hobby? 2014 war ein relativ schwieriges Jahr. Es gab viel Turbulenzen im gesamten RC-Modellbaumarkt. Okay. Das hat es nicht ganz einfach gemacht. Wir selber haben besser abgeschnitten wie das Vorjahr, von dem her alles im grünen Bereich. Können also nicht klagen über mangelnde Umsätze, mangelnde Aufträge. Schwierig ist momentan die wirtschaftliche Lage auch, der Dollarkurs, der momentan zusammenbricht, der natürlich für uns, der in Asien und amerikanische Konzern, der natürlich in Dollar abrechnet, ist das sehr schwierig, diese Dollarschwankungen aufzufangen vor einem Jahr und heute 18,8% Dollarkursunterschied. Das muss man erstmal verkraften. Ja, verstehe ich voll und ganz. Das ist auch der Tenor der Messe, den wir immer wieder hören. Und ja, da kann man einfach nur abwarten, wie die Globalwirtschaft sich da weiterentwickelt. Zum Absatz der Produkte vielleicht noch eine Frage. Wie sehen Sie das grundsätzlich? Wird das Internet noch stärker werden bei dem Thema oder hat der stationäre Einzelhandel doch da seine Existenzberechtigung und wird da weiter eine gefeste Größe bleiben? Also wir haben ja reine Internethändler, wir haben reine Einzelhändler und wir erleben immer mehr, dass es wichtig ist, dass der Fachhandel beides macht. Okay. Also zumindest sollte der Fachhändler vor Ort ein verlängertes Schaufenster haben, dass sein Kunde nachschauen kann, hat er denn das Teil, das Produkt auf Lager, das ich möchte. Das halte ich als eine Minimumvoraussetzung. Die, wo im Internet sich gut platzieren, die damit umgehen verstehen, wissen, wie positioniere ich mich bei einer Suchmaschine, was ist denn Suchmaschinenoptimierung, wie kann ich Google für meine Zwecke nutzen, wie kann ich in Internetwerbung investieren, wo muss ich ein Banner in welchem Forum zu welchem Thema schalten, damit ich irgendein Feedback habe. Die das gut beherrschen, die sind momentan die Gewinner. Okay, das ist ein hochspannendes Thema. Und ich denke auch gerade die Kundschaft im jüngeren Altersbereich ist sicherlich schwieriger zu erreichen. Da ist ja Social Media Marketing auch immer wieder ein Thema. Ist Horizon da in Deutschland bei Facebook und YouTube irgendwie aktiv? Wir haben einen eigenen YouTube-Channel. Wir haben 3 Facebook-Accounts, eine für den Shop in Elmshorn. Da haben wir ja so einen kleinen Werksverkauf wirklich in Elmshorn. Dann hat Horizon Hobby Deutschland tatsächlich einen eigenen Facebook-Account. Und es gibt noch unser Maskottchen, das einen eigenen Account pflegt, der Schaf. Der Schaf? Der Schaf. Geschrieben D-A-I-L, also D-R-Schaf. Sehr spannend. Ist unser Maskottchen. Gibt eine längere Geschichte dazu, würde aber den Rahmen des Formats hier sprengen. Alles klar, das nehme ich mir als Hausaufgabe auf jeden Fall mal mit, um mir das nochmal genau anzuschauen. Wenn es jetzt Produktneuerungen gibt, und wir haben bei Horizon schon viele gesehen, gibt es da eine spezielle Strategie, die jeweils am Markt bekannt zu machen? Gibt es da so eine Art Launch Procedure, wie man dort die Endkonsumenten anspricht? Ja, also die Regel heißt, jede Woche ein neues Produkt. Ja. Donnerstagmorgen um 9 Uhr deutscher Zeit, das ist die Zeit, wo wir weltweit mit diesem Produkt online gehen. Jede Woche ein Produkt. Wir haben hier auf der Messe immer so ein bisschen ein Hügel, 28 Neuheiten sind es dieses Jahr, die wir hier auf dem Messestand zeigen in Nürnberg 2015. Aber wir werden da nicht aufhören. Ja? Also das, was heute die 28 Neuheiten sind, die sind alle bis spätestens April, Mai im Handel erhältlich. Sehr spannend. Und danach kommen Neuheiten und jeden Donnerstag werden wir wieder was Neues machen. Und übrigens haben wir auch die letzten 2 Wochen jeden Donnerstag eine Neuheit gehabt, obwohl Messe vor der Tür steht. Zweiter Punkt, alles was neu ist, haben wir immer das Problem, dass das natürlich in einem Katalog sofort einen Katalog veralten lässt.
Ja. Also ein Horizon-Katalog ist spätestens nach 2 Monaten so alt, dass ihn keiner mehr eigentlich haben will. Wir sind deshalb einen anderen Weg gegangen. Wir machen ein eigenes Magazin, das Now-Magazin, das 4-mal im Jahr erscheint, wo wir mehr unterhalten als informieren wollen. Natürlich ist die Information auch mit drin, wo alle Neuheiten alle 3 Monate aufgearbeitet werden. Wow, das ist eine Herangehensweise, die man sonst sehr wenig hört. Das ist völlig neu. Und die Leute sind natürlich von der Firma Graupner sehr kataloglastig. Ja, der Graupner-Katalog, das war die Bibel meiner Kindheit. Die lag unter dem Kopfkissen und man hat dann, wenn man nachts nicht schlafen konnte, den Graupner-Katalog zum 200. Mal durchgeblättert und fuhr mit dem Fahrrad 12 Kilometer zum nächsten Händler, um für 5 D-Mark diesen Katalog zu kaufen. Aber die Zeiten sind vorbei. Ja? Wir haben eine Zeit lang immer gesagt, ein Katalog ist wichtig. Ja? Die Leute können ihren Computer nicht mit aufs Klo nehmen. Heute mit Laptop, mit iPads, mit Smartphones hat das ja nicht mehr den Stellenwert. Und heute informiert man sich natürlich über Twitter, Facebook etc. Ja, sehr spannend. Gibt es denn die Möglichkeit für Ihre Kunden, die schon ein Produkt gekauft haben, nochmal auf Sie zuzugehen, wenn Sie Kritik haben, Rückmeldungen haben? Wie gehen Sie damit um? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich bei uns zu melden. Natürlich kann man sich über die Internetseite melden. Natürlich gibt es Kommentarfunktionen zu den Produkten. Man kann sich über Facebook natürlich mit einem Kommentar oder Teilen oder sonst irgendwas bemerkbar machen oder einem Gefällt mir. Wir haben aber auch natürlich eine Kunden-Hotline, wo man jederzeit anrufen kann, wo tatsächlich Menschen sitzen und einem Sorgen, Nöte, Ratschläge, Tipps, Tricks zu Produkten geben. Wir haben einen eigenen Service in Elmshorn mit etwa 12 Mitarbeitern. Wir haben eine Händler-Hotline in Elmshorn, wo wir speziell dann für unsere Händler eingerichtet haben. Also all das führt dazu, dass wir ein sehr enges Verhältnis zu den Endkunden haben wollen und auch zu den unseren Händlern, damit die das Gefühl haben, hey, hier ist jemand, der das Hobby so mag wie ich. Und wir sind ganz viele Modellbauer bei Horizon Hobby, Leute, die das aktiv betreiben, das Hobby. Ja. Und das merkt man einfach, da schwingt was mit. Ja, und wir denken eben auch gerade aus unserer Blog-Historie heraus, dass es sehr wichtig ist, eben mit den Leuten in Kontakt zu treten und in Kontakt zu bleiben, um eben zu schauen, dass man da zukünftig noch mehr Werte schaffen kann. Ja, natürlich. Und die Leute, die müssen ja erfahren, wo ist denn eine Möglichkeit, noch was zu kaufen? Wo ist das Tuning-Teil? Wo gibt es ein Software-Update? Das sind ja alles Dinge, die hier mit reinspielen, die ganz wichtig sind. Ja. Weil die Leute wollen ja auch einen Mehrwert haben an ihrem Produkt. Und die sollen ja auch einen Umsatz generieren für uns. Ja? Also wir als Geschäftsbetrieb versuchen natürlich sowas dann auch völlig legitim in Umsatz umzumünzen. Und das Schönste ist, wenn wir Fans haben. Es gibt Leute da draußen, die sammeln unsere Produkte. Die sagen, hey, alles, was BNF ist, habe ich daheim. Also Bind and Fly, Binden und Fliegen. Ich weiß Leute, die haben 3 und 4 Spektrumsender zu Hause. Und zwar mehr aus Sammelleidenschaft als aus tatsächlich, ich brauche die. Ja, und das spricht einfach für eine tolle Fangemeinde. Ja. Wir haben einige Anfragen von unserer Fangemeinde bekommen, die wir an die Hersteller richten sollten. Und was ganz vorne auf der Liste gestanden ist, ist das Thema Steuerbarkeit von diesen Modellen und WLAN. Wir haben schon ein paar Modelle zu dem Thema getestet. Die Rückmeldung war eher durchschnittlich. Wie ist das bei Horizon? Wird WLAN-Steuerung ein Thema? Das WLAN hat ein paar Probleme, was die Reichweite angeht und die Geschwindigkeit. Das macht es relativ schwierig. Prinzipiell muss ich zu Zukunftsaussichten und Produkten, die wir planen, entwickeln oder in der Pipeline haben, darf und kann und will ich nichts sagen. Da verordnet die Firma einen klaren Maulkorb. Hintergrund ist einfach, der Kopierer schläft nicht. Richtig, und da haben wir hier auch schon einige gesehen. Ja, die fliegen dann manchmal über den Stand. Ja, aber das führt mich auch direkt zur nächsten Frage und schon fast zur letzten. Gibt es so einen Prozess, wie Sie neue Modelle entwickeln? Was ist hier besonders wichtig für Sie? Wir haben 2 Entwicklungsstadt-Niederlassungen, also in Amerika, wo unsere Mutter sitzt. Eine in Champaign in Illinois, da wird alles entwickelt, was fliegt. Und dann eine in Corona in Kalifornien, da wird alles entwickelt, was schwimmt oder fährt. Und es gibt für jeden Bereich Spezialisten, die das entwickeln, die sich dann A, überlegen, was ist der logische nächste Schritt nach einem Modell, aber man muss eben auch die Weitsicht haben zu überlegen, wo sind wir denn in 3, 5 oder 10 Jahren? Ja. Wie entwickelt sich eine Technik weiter? Selbstverständlich ist eine Überlegung heute, dass ich ähnlich wie andere mit irgendwelchen Apps ein Flugzeug steuere. Wir programmieren damit unsere Empfänger zum Beispiel. Die sind komplett über Apps programmierbar, ohne Probleme. Ob Android oder Mac spielt gar keine Rolle. Und ich glaube, da muss man drüber nachdenken, was passiert an dieser Stelle. Das Fliegen wird immer einfacher. Heute kann jeder ein Modellflugzeug, ein Quadrocopter
fliegen, ohne dass er irgendwelche Vorkenntnisse hat. Ich wette, dass man mit einem Horizon-Produkt innerhalb von 20 Sekunden, 10 Sekunden kann jeder fliegen. Wow. Völlig egal, welche Vorkenntnisse dieser jemand hat. Und das ist das, wohin es gehen muss. Wir müssen gucken, dass die Einstiegshürde wegkommt. Wir sind die, wo sagen, hey, es kommt fertig aus der Schachtel. Modellbau war gestern, ich würde heute von Modellspaß sprechen. Ja, auch ein Trend, den wir ganz stark sehen. Und was für uns zum Spaß ganz stark dazugehört, ist, dass man Kameras zum Beispiel auf die Modelle drauf montieren kann. Gibt es von Horizon hier Lösungen, wie man zum Beispiel eine GoPro an so einem Auto oder einem Flugzeug befestigen kann? Ja, es gibt GoPro-Halterungen bei uns für alle möglichen Modelle. Das ist das eine, wobei GoPro da schon relativ gut ausgestattet ist. Aber zum Beispiel am Quadrocopter gibt es speziell für GoPro-Halterungen den Rahmen. Es gibt eigene Kameras von Horizon Hobby, die man drauf machen kann, die auf Micro-SD-Karte aufzeichnen, die das Signal via 5,8 GHz nach unten senden, wo ich dann mit Videobrille FPV fliegen kann, also Platz nehmen im Cockpit, ob das Auto, Boot oder Flugzeug oder Hubschrauber ist, spielt dabei mal zunächst gar keine Rolle. Es gibt die großen Geschichten, wo ich einen Copter habe, der halt Full HD macht, der Bild stabilisiert über drei Achsen macht und. Also all das gibt es. Okay. Das war's. Verstehen wir. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke, dass Sie hier waren. Euch noch viel Spaß auf der Messe und ciao. Dankeschön. Für alle Interviews und Filme abonniert jetzt unseren Kanal.